Herzlich willkommen zu dieser Session. Wir werden jetzt beginnen und den Auftakt macht Marco Lechner vom Bundesamt für Strahlenschutz. Und er wird in seinem Vortrag ausführen, wie das Bundesamt mit freier Software arbeitet und sogar den Schritt noch weiter geht, der für die öffentliche Verwaltung aus meiner Sicht eher ungewöhnlich ist, nämlich die Software auch anderen Behörden oder der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Und welche Erfahrungen damit gemacht werden und wie das funktioniert, das hören wir jetzt von ihm. Ja, danke schön. Jetzt muss ich erstmal hier den Vortrag noch öffnen. So, danke sehr. Mein Name wurde ja gerade schon angekündigt, ist Marco Lechner. Die meisten kennen mich von der Einführungsveranstaltung, aber ich bin heute hier in als offizieller Vertreter des Bundesamtes für Strahlenschutz. Ich arbeite dort im Fachgebiet Koordination Notfallschutzsysteme und seit einigen wenigen Jahren versuchen wir eben uns von proprietären Softwareanwendungen, die dort momentan im Betrieb sind, zu lösen und an der Stelle zu migrieren. Ich werde auch darauf eingehen, was die Ursachen dafür sind, wo unsere Probleme da beistecken und was ansonsten dabei möglicherweise zu beachten ist oder wo offene Fragen sind. Zunächst mal zu den Aufgaben des Bundesamtes für Strahlenschutz. Das klingt ja recht dramatisch. Die Grundlage ist das Gesetz über die Errichtung eines Bundesamtes für Strahlenschutz, das im Endeffekt im Nachgang von Tschernobyl dazu geführt hat, dass ein eigenständiges Bundesamt eingerichtet wurde, und mit dem Strahlenschutzvorsorgegesetz daraus definiert sich dann auch, was das Bundesamt für Strahlenschutz tun soll. Es soll nämlich die Bevölkerung schützen und die Radioaktivität in der Umwelt zu überwachen und die Strahlenexposition der Menschen und die radioaktive Kontamination der Umwelt so gering wie möglich halten. Was mit dem Messen und dadurch, dass das natürlich auch in der Fläche passiert, ist für uns oder für mich als Geografen dann natürlich ein besonders interessanter Aspekt. Wenn man das ein bisschen spezifiziert, dann wird dabei auch abgeleitet, dass die Aufgaben des Bundes in dem Fall sind, denn auch in den Ländern sind ähnliche Aufgaben zu finden, dass Radioaktivität großräumig ermittelt werden soll in verschiedenen Medien. Das habe ich so ein bisschen zusammengefasst, das heißt Luft, da gehören aber auch Lebensmittelüberwachung oder Bodenproben dazu, und das soll auch die Gamma-Ortsdosis-Leistung gemessen werden. Diese Daten sollen zusammengefasst werden, aufbereitet werden und dokumentiert werden, und ganz wichtig, die Aufgabe des BFS ist auch, ein Entscheidungshilfesystem zu entwickeln und zu betreiben. Es ist bereits im Gesetz festgelegt, wie das heißt, denn das zugehörige Informationssystem des Bundes wird unter der Bezeichnung, und das ist praktisch aus dem zuständigen Paragraphen so zitiert, wird unter der Bezeichnung integriertes Mess- und Informationssystem über die Überwachung der Umweltradioaktivität, Kurzform IMIS, zusammengefasst. Das heißt, wenn ich jetzt immer über IMIS rede und dann noch irgendwelche Zahlen dahinter sind, dann sind das letztendlich nur, es ist ein Sammelbegriff für das integrierte Mess- und Informationssystem, das das Bundesamt für Strahlenschutz betreibt, was sich dann an Softwareausprägungen dahinter verbirgt. Das ist natürlich recht unterschiedlich, und aktuell im Betrieb ist eine Version IMIS 2, aber auch das ist nicht nur eine einzelne Software, aber ist nahe dran. Im integrierten Mess- und Informationssystem sind drei Ebenen zu unterscheiden. Das ist einmal die Messebene, das es sind zum einen Bundesmessnetze, wo der Bund selbst, also das Bundesamt für Strahlenschutz, Messnetze betreibt, auch mobile Einheiten vorhält. Das heißt, in einem Ereignisfall fahren auch Fahrzeuge raus, um an bestimmten Stellen noch zusätzliche Messungen durchzuführen oder mobile Sonden aufzustellen. Und es gehören auch die Messlaboratorien dazu. Die werden insbesondere von den Ländern zur Verfügung gestellt. Das heißt, es geht nicht nur darum, dass irgendwo eine Messsonde ist, die einen Wert ausspuckt, sondern es steckt auch Laboranalytik dahinter mit entsprechender zeitlicher Verzögerung, die auch vom Bundesamt für Strahlenschutz verarbeitet und letztendlich in Dokumente überführt werden muss.
Zusätzlich, neben den eigenen Messungen oder den Messungen der Länder, ist es noch Aufgabe des Bundesamtes für Strahlenschutz, Software zu betreiben, die Prognosemodelle, die auch aktuelles Wetter berücksichtigen, beinhalten und damit auch Voraussagen treffen zu können. Ziel des Ganzen ist es letztendlich der Entscheidungsebene, also der dritten Ebene, die nötigen Informationen zur Verfügung zu stellen und dass die Entscheidungsebene, die dann, ich sag mal, aus dem Bundesumweltministerium, letztendlich ein Krisenstab, der sich da aus unterschiedlichen Gremien noch zusammensetzt, dass das keine Personen sind, die ein GIS bedienen können, noch dazu darauf bestimmte Analytik durchzuführen. Das ist, glaube ich, jedem klar. Das heißt, das Endprodukt von den Daten über Prognosen und auch GIS-Analysetechniken ist am Ende ein Dokument oder eine Sammlung von Dokumenten, in dem Fall konkret wirklich Bilder und PDFs, die dann einen Krisenstab zur Verfügung stellen und auf dessen Basis werden dann Entscheidungen getroffen. Wenn man sich so eine Sonde mal anguckt, dann sieht man hier eben rechts, wenn also irgendwo, sind wir mal am Rand von einem Sportplatz vielleicht, sowas Komisches sehen, dann ist das möglicherweise eine Sonde, die wir in Deutschland aufgestellt haben. Daneben ist noch ein mobiles Messsystem aufgebaut. Das kann noch ein bisschen spezieller sagen, woher denn die Radioaktivität kommt, was für Nuklide da vorhanden sind. Da geht es natürlich auch darum, dass solche Daten dann auch übertragen werden, möglichst aus dem Fahrzeug direkt nach einer Messung, um direkt ins Backoffice weitergereicht werden zu können. Wenn man die Deutschlandkarte anguckt, wo das BFS überall Sonden stehen hat, das kann man relativ einfach unter odlinfo.bfs.de. Es ist natürlich auch schnell zu sehen, dass das eine kleine Open-Layers-Anwendung ist. Die gehört jetzt nicht zu unserem großen IMIS, aber die stellt zumindest für die Öffentlichkeit auch recht zeitnah mit maximal 6 Stunden Verzögerung, weil das einfach im Routinebetrieb die Übertragungszeiten sind. Solche Sonden übertragen auch nicht ununterbrochen, sondern puffern erst. Also mit etwa 6 Stunden Verspätung kann man online jederzeit die aktuellen Werte an Radioaktivität, an Ortsdosisleistung im Internet einsehen. Man sieht auch an der Stelle sehr schön, wo ein bisschen mehr da ist. Also mit Passau als Lokalität haben wir schon eher die blau gefärbten Punkte, während in Norddeutschland relativ wenig vorhanden ist an natürlicher Radioaktivität. Das sind allerdings letztendlich geologische Grundlagen dafür verantwortlich. Auch der Hotspot im südlichen Schwarzwald gehört da natürlich dazu. Das heißt, hier bilden sich so ein bisschen die Mittelgebirge raus. Im Schwarzwald gibt es ja sogar Bereiche, wo früher Uran abgebaut wurde. Und das ist auch die Station, die als natürliche Radioaktivität bei uns die höchsten Werte misst. Nächste Ebene, hatte ich gesagt, sind die Prognosemodelle. Das heißt, da gibt es entsprechend qualifizierte Software, die dann aber auch, das ist natürlich nicht die Software, die man sieht, sondern Karten erzeugt, in dem Fall dann PDFs, die gleich weiterfließen und die eben in einem sogenannten elektronischen Lagedarstellung, ELAN genannt, die Dokumente sammeln, die dort auch in unterschiedliche Themen gruppieren, dass ein Krisenstab an der Stelle sofort weiß, wo sind denn die Prognosen, was ist da zu sehen, wie ist denn die Ortsdosisleistung über ganz Deutschland und kann hier die nötigen Dokumente für entsprechende Maßnahmen, wir als BFS dürfen ja nur Maßnahmenempfehlungen aussprechen, das Verordnen von Maßnahmen ist dann eben Bundes- bzw. Ländersache und die reichen letztendlich an die Katastrophenschutzbehörden weiter. Aber das wird sozusagen in diesem ELAN-System zusammengefasst. Das ist ein Content-Management-System basierend auf Zopeplown. Auch das ist sogar immer noch im Betrieb, allerdings im Rahmen von unserer Migration auch ein Teil, der mit aktualisiert wird. Zum aktuellen IMIS 2. Es ist ein zentrales Element in dem ganzen IMIS als Überbegriff. Und da gibt es eben einen IMIS Core. Das ist eine proprietäre Softwarelösung, basierend auf Java, wo über sehr viele Jahre das Bundesamt für Strahlenschutz von einem Dienstleister Entwicklungsarbeit bekommen hat, die
Entwicklungsarbeit war natürlich sehr spezifisch auf die Bedürfnisse des BFS und auf die Länder angepasst. Und das BFS war und ist es ja aktuell auch noch, weil es noch nicht zu einer Ablösung kam, von dieser einzelnen Firma abhängig. Wir haben allerdings neue Anforderungen, sowohl gesetzlicher Art, hier gibt es Novellierungen, haben natürlich technische Weiterentwicklungen und haben natürlich auch die gestiegene Bedeutung geografischer Analysen und Visualisierungsmethoden. Und die kann dieses IMIS-2-System bis jetzt so nicht abbilden. Und deswegen war dann absehbar, dass auch mit einem vertretbaren Mittelaufwand und dem bisherigen Dienstleister das nicht möglich sein wird, diese gestiegenen oder diese neuen Anforderungen irgendwie ohne Verschwendung von Steuergeldern, möchte ich fast sagen, zu realisieren. Das heißt, was tun, wenn das bestehende System nicht mehr funktioniert? Dann bleibt letztendlich nur der Schritt, sich etwas Neues zu suchen. Das heißt, die Anforderungen, mehr geografische Analysen und Visualisierungsmethoden. Aber man ist dann beim BFS, das war noch kurz bevor ich dazu kam, noch einen Schritt weiter gegangen. Man hat aus dieser vorherigen Abhängigkeit gelernt und wollte auf jeden Fall eine kontinuierliche Weiterentwicklung eines neuen Systems in der eigenen Hand haben. Man wollte kein einzelnes großes System, sondern wollte das Ganze in einzelne Komponenten auflösen oder ist gerade dabei. Und der Austausch zwischen den einzelnen Komponenten soll auf Basis internationaler Standards passieren. Das führt letztendlich dann zu einer serviceorientierten Architektur. Und da die Geodatenebene an der Stelle an Bedeutung gewonnen hat, war es naheliegend, an der Stelle eben auf OGC-konforme Dienste zu setzen. Wir haben auch über die entsprechenden Informationsregelungen, Informationsfreiheitsgesetze und Auskunftsgesetze die Verpflichtung, auch unsere Daten anders als bisher zu veröffentlichen. Und das wäre mit der alten Lösung auch nur schwieriger möglich gewesen. Die Planung ist, und da stecken wir momentan mittendrin in der Entwicklung, das vorhandene produktive System innerhalb weniger Jahre, es hat ungefähr 2014 angefangen, abzulösen. Die 2018, die hier stehen, dürfte ich wahrscheinlich offiziell so gar nicht benennen, weil da natürlich Terminverbindlichkeiten mit dahinter stecken. Und wer bei der Einführungsveranstaltung war, der weiß, dass ich es mit Terminen und Zeiten in dieser Woche sowieso nicht so habe. Also lassen Sie die 2018 so da stehen, aber nehmen Sie auf jeden Fall das Fragezeichen dazu. Was haben wir jetzt für ein Problem aber bei dieser Änderung? Wenn wir sagen, okay, wir entwickeln die ganze Software neu, parallel zum bestehenden Betrieb des IMIS 2, wenn wir danach weiterentwickeln wollen, selbst die Software in der Hand haben wollen, haben unsere Mitarbeiter bis jetzt aber nur Grundkenntnisse in Softwareentwicklung oder gar moderner Softwareentwicklung. Und wir selbst haben auch gar nicht das ausreichende Arbeitspotenzial, um so eine Migration bzw. Neuentwicklung selbstständig durchzuführen, weil da während dieser ersten Phase einfach viel zu viel Manpower dafür nötig ist. Und wir müssen uns natürlich auch die Frage stellen, ob für unsere Anforderungen, die wir haben, überhaupt die entsprechend erforderlichen Produkte existieren. Das Bundesamt für Strahlenschutz hat sich dann zu einer Open-Source-Strategie bekannt und gesagt, erstes ist, wir wollen auf jeden Fall, auf offene Standards aufsetzen. Das sind im geografischen Umfeld natürlich die OGC-Standards, für die Radioaktivitätsthemen gibt es noch einen sogenannten IRIX-Standard, der von der Internationalen Atomaufsichtsbehörde im Endeffekt gepflegt wird. Das ist so ein XML, ich kann alles Austauschformat, aber das verwenden wir an der Stelle natürlich auch, beziehungsweise müssen wir jetzt unterstützen. Das kann das alte IMIS zum Beispiel auch nicht in dem Sinne. Das heißt, der zukünftige internationale Austausch von radiologischen Daten und Informationen ist an der Stelle oder erzeugt an der Stelle eine große Baustelle. Der nächste Schritt war, dass wir gesagt haben, wir wollen womöglich etablierte Open-Source-Software-Komponenten einsetzen. Das läuft natürlich auf den OSGEO-Stack hinaus. Und wir wollen dort, wo es noch nichts gibt, gucken, ob nicht wenigstens über die Erweiterung und Ergänzung von vorhandener freier Software das möglich ist,
eine Software entsprechend so zu erweitern, dass sie unseren Bedürfnissen genügt. Also auf jeden Fall vorhandene Software weiterentwickeln, vor dem Schritt eine komplette Eigenentwicklung anzugehen. Und erst dann, wenn das alles mit Nein bis jetzt beantwortet werden muss, dann wollen wir den Schritt angehen oder gehen den Schritt an, tatsächlich eigene Softwarekomponenten zu erzeugen. Das bedeutet aber, das haben wir uns so vorgenommen und wird momentan auch umgesetzt, dass diese Entwicklung unter einer freien Lizenz stattfindet und dass wir das auch aktiv veröffentlichen wollen. Natürlich müssen wir in dem Rahmen auch die eigenen Mitarbeiter qualifizieren, dass die am Ende dieses Migrationsprozesses auch die Produkte selber weiterführen können. Das heißt, wir haben gesagt, wir können das alles nicht selbst leisten. Das heißt, wir haben Dienstleister, die auch teilweise hier sind, zum Beispiel die Firma Terrestris. Till ist ja da, die uns in dem Bereich sehr unterstützt. Und es ist einfach so, dass wir nicht nur Entwicklungsarbeit, die dort geleistet wird, als Code bekommen, sondern wir halten auch Workshops ab, wo wir uns selbst auch qualifizieren in den Codeänderungen und die Software eben auch kennenlernen. Letztendlich ist das Ziel, dass die Weiterentwicklung der neuen IMIS-3-Komponenten möglichst dann durch die eigenen Mitarbeiter möglich sein wird. Wissen wir aber noch nicht, ob das klappt. Und wenn wir Code-Lieferungen bekommen und nicht ein, hier ist eine kompilierte Software und die wird so installiert, dann heißt es natürlich auch, dass wir selbst im Amt aktuelle Entwicklungsmethoden, Continuous Integration über Jenkins und Docker-Container im Endeffekt an der Stelle aufsetzen müssen. Das ist das, wo wir sehr viele Ressourcen reingesteckt haben, was aber momentan wirklich super läuft. So, kurzer Überblick über die IMIS-3-Übersicht, auf die ich nicht detailliert eingehe. Wir haben im Endeffekt ein WebGIS, das letztendlich die alte GIS-Komponente in einem IMIS-2 ersetzt und haben ein Mapfish-Print, haben Geo-Server und Geo-Network in der Mitte, um Dienste und Metadatendienste zur Verfügung zu stellen. Also nichts Besonderes an der Stelle, aber für unsere Sachen gut geeignet. Einen Ansatz, den wir momentan verfolgen, den ich an der Stelle doch kurz merken möchte, ist, dass wir GeoNetwork nicht nur als normalen Metadatendienst für die Layer verwenden, sondern auch als Applikationsmetadatendienst. Das heißt, wir haben hier ein Schema erweitert, das letztendlich vom WebGIS mehr Informationen über einen Layer erhält, als es üblich ist, und daraus die ganzen Funktionen um einen Layer herum, Darstellungsmethoden, Zeitreihen, Barcharts und so weiter aufbauen kann. So, da ich von der Zeit her schon relativ knapp bin, versuche ich hier noch ein bisschen durchzukommen. Was wir also gemacht haben oder gerade in Umsetzung ist, noch gar nicht erwähnt, in dem IMIS 2 ist irgendwo auch eine Oracle-Datenbank, die wird momentan durch PostGIS ersetzt. Die alte GIS-Komponente, die da irgendwo klein vorhanden war, war auf GIS-Term basiert, die wird letztendlich durch das WebGIS ersetzt, das XJS, BASIGX, GeoX3 und OpenLayers3 benutzt. Irgendwo schulen wir unsere Mitarbeiter im Amt auch auf QGIS, um an der Stelle einfach, da wo das WebGIS nicht mehr ausreicht, auch noch entsprechende Kenntnisse zu haben, und führen eben mit GeoServer, GeoNetwork und Mapfishprint3 einfach gängige Elemente und Komponenten mit ein. Selbst entwickeln müssen wir vor allen Dingen den Bereich des Content-Management-Systems und den Bereich, der den IRIX-Standard berücksichtigt, also den, der von der IAEA kommt, denn da gibt es tatsächlich im geografischen Bereich noch nichts, aber das sind relativ einfache Sachen, und das sind natürlich für uns dann die Dinge, wo wir auch den Schritt weiter wagen können. So sieht unsere WebGIS-Applikation momentan, wobei jetzt stimmt schon gar nicht mehr, ist auch schon wieder ein paar Tage alt die Folie aus, hat sich auch schon wieder weiterentwickelt, und wir werden im Laufe der nächsten 2 Wochen unser allgemeines Informationsportal GeoZG nach aktueller Planung auch online schalten. Da wird an der Stelle auch eine alte Komponente abgelöst. Da kann ich dann drüber, das ist so ein bisschen ein Blick auf das Dokumentenmanagementsystem. Letztendlich ist es nur die Sammlung von PDFs und hat dann solche Sachen wie eine Chronologie, wo automatisch, wenn neue Dokumente reinkommen, sich die Ansicht aktualisiert und damit die Entscheidungsträger immer die aktuellen Dinge haben. Ich möchte kurz mit 2, 3 Beispielen noch sagen, was das eigentlich auch bedeutet. Wenn das BFS hier Firmen beauftragt oder auch selbst Entwicklungsarbeit leistet, dann bedeutet das auch mit der aktuellen Strategie,
dass wir sagen können, okay, dieses eine oder andere Feature, das ist letztendlich durchs BFS und damit durch Steuergelder bezahlt. Der GeoServer beispielsweise kann, wenn er ein Time-WMS zur Verfügung stellt, konnte er bis vor kurzem nur als Default-Werte Zeitpunkte durch unsere Anforderungen und wurde auch implementiert, kann er jetzt auch Time Ranges, also Zeitspannen, abbilden. Wir haben direkt aufgrund unserer Arbeit ein Ticket im Geo-Network, das leider noch nicht gefixt ist, aber das zumindest an der Stelle als offenes Ticket vorhanden ist und das wir hoffentlich bald in den Griff kriegen, haben diverse Beispiele, wo unsere Initiative GeoExt weiterentwickelt hat oder auch Open Layers. Und um so nette Gradienten hier reinzukriegen, da in Open Layers 3, da sind letztendlich Anforderungen von uns auch mit dafür verantwortlich gewesen. Und die vielleicht noch nicht so bekannte Bibliothek BASIGX, die Terrestris sehr stark vorantreibt, da stecken etwa 30% der Entwicklungen, die da drin passieren, basieren auf den Anforderungen, die wir haben. So, abschließend, was gehört meiner Ansicht nach zu einer ehrlichen Open-Source-Strategie, auch für eine Behörde? Die eigene Entwicklung muss unter einer freien Lizenz entwickelt werden. Man muss als Behörde auch intern das Know-how aufbauen, eine Test- und eine Bildinfrastruktur zu realisieren, was wir mit Jenkins getan haben. Und man muss auch für die Produkte, die man selbst veröffentlicht, niedrige Einstiegshürden schaffen. Das heißt, auch da sich die Mühe machen, Dokumentationen, Bildanweisungen, Beispieldaten zur Verfügung zu stellen und eventuell, wie das eigentlich ja üblich ist. Und das kann auch eine Behörde, beispielsweise Dockerfiles für einzelne Projekte, zur Verfügung stellen. Und wenn jemand jetzt unser Lagedarstellungswerkzeug tatsächlich verwenden will, dann braucht er ein Git-Clone, ein Python Bootstrap, ein Build-Out und dann kann er es mit einem Instance laufen lassen und angucken. Das ist, glaube ich, eine Einstiegshürde, die so gering ist, dass sich auch Nachbarländer oder Nachbarstaaten oder auch nur Interessierte das gerne antun können. Und das ist meine letzte Folie. Das Wichtigste ist, meiner Ansicht nach, dann nicht nur zu sagen, freie Software, okay, weil die Lizenz da irgendwo steht, sondern die freie Software muss auch raus. Das heißt, der Code muss publiziert werden und das Bundesamt für Strahlenschutz hat das getan, hat mit einem eigenen Bereich auf GitHub, einfach weil es zeitgemäß ist, die Projekte veröffentlicht, die jetzt nicht direkt Zuarbeit zu anderen sind, sozusagen die eigenen Projekte. Und da möchte ich alle der öffentlichen Verwaltung anregen, das auch wirklich zu tun, denn freie Software zu entwickeln, ohne sie dann auch bekannt zu machen, das bringt an der Stelle dann doch meistens wenig. Danke. Vielen Dank für den Vortrag. Gibt es Fragen dazu? Ja, du hast ja gesagt, ihr fahrt eine Open-Source-Strategie und was für eine Lizenz nehmt ihr denn für eure eigenen Projekte? GPL. Oh, das ist gut. Also hätte ich auch empfohlen, aber bin ich überrascht. Toll. Bin ich ja froh, wenn von dir das kommt, dann sonst hätten wir uns darüber unterhalten müssen, was wir stattdessen, ja. Nein, es liegt ja in unserer Hand, das an der Stelle auch zu wählen und ja, GPL. Meine Frage geht einen Schritt zurück. In der Schemaübersicht stand auf der linken Seite noch SOS, also ein Sensor Observation Service, aber ohne Verbindung zu dem Ganzen. Daher die Frage, ist es angedacht, dass es auch mal ein Teil der wird? Der hier. Dieses SOS ist nicht ein Sensor Observation Service, sondern da steht noch klein Job Scheduler. Das ist ein Produkt, auch ein Open Source Produkt von einer Firma aus Berlin, die im Endeffekt einen sowas Ähnliches machen, was ein Cron kann, nur deutlich aufgemotzter und mit Queuing und so weiter. Das heißt, das ist so eine Auftragsverwaltung, aber auch eine freie Softwarekomponente, die uns diverse Jobs abwickelt. Das heißt, beispielsweise werden die Dokumente auch nicht alle händisch eingestellt, sondern in einem Ereignisfall werden bestimmte Jobs getriggert und die laden dann die Daten, generieren bestimmte Requests und die Dokumente, die daraus erzeugt werden, werden ins Content Management System eingespielt. Aha, okay. Oder auch Datenimporte, Exporte, die zum Beispiel von Labordaten oder so weiter kommen, die werden über diese Komponente abgewickelt.
Gut, dann ist wahrscheinlich die Stelle, die ich anfragen wollte, abgedeckt durch den Standard vom IAEA, von der Internationalen Atombehörde an der Stelle. Genau. Okay, es ist Zeit für einen Raumwechsel. Vielen Dank.